mal gut um. Ich wette, hier ist etwas. Oh. Ich muss natürlich jetzt mit der Faust kämpfen, obwohl ich könnte mir die eine Erntekeule von ihm holen. Oh, sie hat sich verbessert. Jawohl, alle erledigt. Überreste. Kampfstab. Oh, alles nehmen. Kurzschwert, sehr geil. Phenalope? Und Keule plus 1. So. Ich wirke mal ein bisschen deeskaliert, indem ich selber das Tempo rausnehme und mir erstmal gucke, anschaue, was wir so gelootet haben, da ich hier keinen Druck verspüre im Sinne von, das muss jetzt, Trainingskeule, Keule plus 1, Kurzschwert. Muss ich mal eben gucken, ob ich irgendwie eine Spezialisierung habe. Aber ich glaube, Fertigkeiten, Einschüchtern, Handwerk, habe ich ein bisschen was. Konzentration, Legendenkunde, leise bewegen ist nicht so toll. Parieren ist gut, provozieren auch. Okay, Talente von Vauken, Gesegneter. Göttin der Münzen und des Reichtums, das ist doch cool. Umgang mit Schilden, Schirmschilden, mit Waffen, Kriegswaffen, einfacher. Was sind denn Kriegswaffen? Ach du Kacke. Mit Waffen, einfache. Rachemeisterschaft. Mhm. Bajonettenmodus, was ist das? Folgedistanz. Eher ein bisschen ferner. Fallen entschärfen. Ja, warum nicht? Fallen einsammeln. Sicherer Modus. Ein Wachsamkeitsreichweite. Oha, hier gibt... Okay, wenn ihr ein paar Tipps bezüglich dieser Einstellung habt, also wenn ihr euch da ein bisschen auskennt und mir Empfehlungen aussprechen könnt, dann bitte sprecht mir diese in den Kommentaren aus. Das könnte nämlich sehr hilfreich sein für mich. Sieht man hier, untersuchen. 1W6, kritischer Treffer mal 2, ist eine Wuchtwaffe. 1W6, kritischer Treffer, 19 bis 20 mal 2. Seine Stichwaffe ist klein. Voraussetzung Umgang mit Kriegswaffen oder Schurke. Also ich kann schon mal alles hier benutzen. 1W6, kritischer Treffer mal 2, was ist das? Oh, ein Edelstein. Sehr geil. 1W6, Treffer mal 2. Und hier war es das mit dem... Dann werde ich erstmal das Kurzschwert ausrüsten. Und dann würde ich sagen... Schreiten wir voran. Denn wir haben unsere schöne Tür eingebrochen hier. Das kann nicht angehen. Aber mal sehen, was der Grund für diesen Angriff ist. Das wäre natürlich schon interessant zu wissen. Da seid ihr ja. Ich sah einige dieser Kreaturen euer Haus betreten. Gut, dass ihr in Sicherheit seid. Ich weiß nicht, wo diese Bestien herkamen, aber wir brauchen jedes Schwert an der südlichen Brücke. Es kommen noch mehr dieser Kreaturen. Viel mehr. Georg trommelt die Miliz zusammen, aber ich fürchte, die Verteidigung wird nicht rechtzeitig stehen. Und ohne Hilfe wird dieses Dorf fallen. Bin unterwegs. Geht die Straße nach Süden. Ich bleibe hier, versorge die Verwundeten und stoße später zu euch. Georg müsste an der Brücke sein. Geht rasch zu ihm, er hat Befehle für euch. Empfangt diesen Segen von Lathander, bevor ihr geht. Wenn ihr verwundet seid oder in der nahenden Schlacht etwas braucht, kommt zurück und sprecht mit mir. Gut. Machen wir. Oh ja, von der Framerate könnte es echt schon angenehmer sein. Oh, Magier. Habe ich da... Oh, Togge. Nicht weglaufen. Ich brauche erstmal... Loot. Noch mehr Loot. Gut, dass meine Leute da hinterhergehen. Kann ich in Ruhe looten. Oh, Trank. Boah, die Kamera. Da muss ich mich echt erst dran gewöhnen. Okay, er ist tot. Das sind Grauzwerge. Was haben die hier zu suchen? Bitte tut mir nicht weh. Gibt's auch irgendwie einen Knopf, um alles zu looten? Was? War da noch einer? Ne, ich glaube, das waren alle.
Nehmen alles mit, was wir kriegen können. So, wir sollen zu Georg. Georg, wie sieht's aus? Den Göttern sei Dank, dass ihr es geschafft habt. Keine Spur von eurem Vater. Ich fürchtete schon, ihr wärt ebenfalls tot. Ich habe keine Ahnung, wo diese Kreaturen herkamen oder was sie wollten. Aber die Bestien im Dorf sind nur die erste Welle. Es kommen noch mehr. Sehr viel mehr. Wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir die Miliz zusammentrommeln und uns ihnen stellen. Gut, dann trommelt sie zusammen. Ich kann den Südteil des Dorfes nicht aufgeben. Nicht solange immer mehr Angreifer kommen. Jetzt geht! Wenn ihr alle versammelt habt, treffen wir uns auf dem Weizenfeld südwestlich von hier. Wir sollten lieber das Dorf durchsuchen und möglichst viele Männer sammeln. Hoffentlich leben noch genug. Okay. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Dann machen wir eben mal eine Pause und gucken uns an, was wir hier zu tun haben. Findet 5 Soldaten und trefft euch dann mit Georg auf der Straße in der Nähe des Weizenfeldes, südwestlichen Teil des Dorfes. Gut. Boah. Boah. Muss man eben die Kameraeinstellung ein bisschen runter machen, damit es nicht immer so ein Karussell ist. Obwohl, ich kann es ja auch mit den... Konnte ich das nicht mal mit dem Pfeil tasten? Komisch. Naja, gehen wir erstmal los und suchen neue Leute. Geht mal nicht zu... Da sind Grauzwerge. Schnappt sie euch. Da, die nächsten angreifen. Ah, hier sind sie. Angriff! Los! Schlagt sie in die Flucht! Jetzt auf ihn hier. Oha. Ja, und jetzt auf den kleinen Grauzwerg-Magier hier. Ja, hat sich vergrößert. Sollte ihm mal nichts bringen. So, jetzt mal eben rasten. Was? Ihr könnt noch nicht... Ihr seid noch nicht... Ihr seid völlig ausgelaugt. Was? Dann werde ich ihr auf jeden Fall pausieren. Mal einen Trank rüberschieben. Damit sie den benutzen kann. Ja. Und ich selbst werde mal meinen Erntepokal benutzen, um mich zu heilen. So. Ach nee, das ist Bevel. Ja. Was ist mit Lazio? Gut, wir haben den ersten rekrutiert. Sollten wir weiterhelfen, bevor hier... Hä, wer ist denn... Was machen die denn hier? Ihr drei haltet euch da raus. Das ist zu gefährlich. Meister, haltet aus. Wir helfen euch. Der Welpe will sich also beweisen. Erbärmlich. Jetzt ist es auch schon ein Ork und nicht nur ein Zwerg. Nicht nur Zwergen, Leute. Ja. Boah. Boah. Verflucht! Bleibt gefälligst, wo ihr seid! Ich werde keine Zeit mehr mit diesem Dorf verschwenden. Der Splitter ist nicht hier. Da Fuck! Angriff! Geil! Wozu habe ich ihr die Tränke gegeben, damit sie jetzt stirbt? Hier geht's lang! Hierher! Komm schon! Ja, hilf uns doch mal! Ich bin kein Packesel. Seht euch mal gut um! Ich wette, hier ist etwas! Seht euch mal gut um! So. Törichtes Gehör, ich sag dir, sie soll sich raushalten. Es gibt noch mehr zu tun. Georg und die Miliz halten die Angreifer am Starling-Gehöft in Schach. Wir müssen ihnen helfen. Aber was ist mit Amy? Lasst sie, es ist zu spät. Wir müssen zum Starling-Gehöft, bevor noch mehr Hafenleute ihr Schicksal teilen. Fuck! Was ist denn? Sie könnte vielleicht noch am Leben sein. Das Mädchen ist tot. Geht! Bevor noch mehr Unschuldige ihr Leben lassen. Ich will ihr auch helfen, aber Tarmis hat recht. Amy hatte keine Chance. Gehen wir zum Gehöft meiner Familie. Georg wird beim Kampf jeden Hafenbewohner brauchen.
Dann lasst uns gehen. Hätten wir doch nur Zeit gehabt, die Ausrüstung aus meinem Haus zu holen. Falls ihr dorthin kommt, findet ihr einige nützliche magische und alchemistische Gegenstände. Es liegt im Norden. Nun geht! Aber unsere Magierin ist tot! Wenigstens darf ich ihre Sachen looten. Ist auch noch ein Toter. Vielleicht gehe ich auch gleich nochmal ganz zurück, um zu gucken, ob noch mehr Tote sind. Oh, Bier. Sehr geil. Ich habe einige erledigt. Du hast viel Blut verloren, aber wir können dir helfen. Noch nicht. Er ist sicher irgendwo im Dorf. Halt durch, Will. Ich werde ihn holen. Vielleicht kann ich dir helfen. Mal eben pausieren. Hier, das Dörrfleisch. Oder brauchst du ein Bier? Leichte Wunden heilen. Ich glaube, du könntest es gebrauchen. Sonst irgendwie was? Na gut, halte durch. Dann werde ich mal eben... Ich hoffe, dass das hier nicht auf Zeit geht. Nochmal zurückgucken. Bei dem, der alle Leute geheilt... oder versucht hat zu heilen. Ob da unter den noch welche tot sind. Und ob ich mir da irgendwie was Hilfreiches holen könnte. Ach, das ist doch sein Bruder, oder nicht? Es besteht noch Hoffnung. Ja, ist sicher irgendwo im Dorf. Vielleicht kann er dir ja helfen. Gut, dann muss ich wohl gleich zum anderen Bruder nochmal zurück. Oder was sagt das Tagebuch? Zum Dienst melden, Tamas. Aber eine Quest direkt habe ich jetzt nicht, oder? Habe ich eben eine erfüllt? Was habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen? Na gut. Gucken wir erstmal, können wir hier irgendwelche looten? Die sind nur dem Tor nahe. Das heißt, da können wir nicht viel machen. Er ist dem Tode nahe, aber... Da ich ja schon versucht habe, den anderen zu heilen und es hat nichts geholfen, werde ich ihn eigentlich auch noch versuchen zu heilen. Ich meine, es wird mein Ente-Pokal zwar nicht verbrauchen, aber... Oh, mein Dörrfleisch hat es auch nicht verbraucht. Was ist das denn? Hey, verschwindet! Könnt ihr die Kreaturen da draußen nicht sehen? Sie bringen jeden um! Wir brauchen die ganze Miliz auf dem Weizenfeld im Westen! Was? Ihr wollt mich daraus in den Tod zerren? Im Leben nicht! Ich bleibe hier! So ein Feigling. Bist du denn so ein Feigling, dass du schon selbst Kinder sterben lässt? Aber ich versuchte zu kämpfen. Es sind so viele. Zu viele. Andere werden sich euch anschließen. Wenn ihr hier bleibt, dann sterbt ihr allein. Verstehst du das nicht? Ja, in Ordnung. Ich gehe. Wir treffen uns dann dort. Falls ich nicht schon vorher tot bin. Mann, das kann nicht sein. Hier geht's um das ganze Dorf, ja? Das ganze fucking Dorf. Da können wir hier keinen... Irgendwie... Nicht den Schwanz einziehen, ja? So, mal eben Pause machen. Was ist das? Weizenfeld. Ist das... Tamas Haus ist da. Dann gehen wir doch gleich mal dahin. Ist das hier Tamas Haus? Jawohl. Dann besorgen wir gleich mal die Sachen, wo er uns aufgetragen hat. Komisch. So, er stand direkt daneben, er hätte es auch selber besorgen können, aber... So, was sollen wir denn hier holen? Da, bestimmt was vom Esstisch. Ah, nehmen wir alles. Sonst noch irgendwie was? Was sagt das Journal, das Tage, das Questbuch? Oh ne, ist anscheinend... Arsenal des Magiers müsste das ja sein. Wie aktualisiert? Hier steht gar nichts mehr. Naja, gut, dann, wenn hier nichts mehr... Esstisch ist leer. Wenn hier sonst nichts mehr ist... Oh, die Truhe vielleicht noch. So.
Ah! Scheiß Laufen. Dann gehen wir mal wieder raus. Weiß nicht, ich kann irgendwie dir... Ich bin irgendwie ganz ruhig. Ich kann der Hektik irgendwie... Ich kann mich der irgendwie nicht so richtig hingeben. Ich versuche natürlich schon hier zeitig alles zu schaffen, aber so die richtige Hektik kommt für mich nicht rüber. Oha, ich helfe ihm mal lieber erst, bevor ich mich um die anderen kümmere. So, wie sieht's mit dem Mossfeld aus? Hey. Oder sind noch mehr? Schnappen wir uns die mal. Na? Ihr habt meinen Dank. Ich brauche jetzt keinen Dank, ich brauche Leute zum Kämpfen. Na sowas! Gut. Was ist mit Mossfeld? Gut. Da ist auch noch einer, was sagt Thomas? Ich wohne in dem Haus, das der Brücke am nächsten ist. Einige Gegenstände dort könnten nützlich sein. Was sagt er? Bitte, Kent. Man hat mir eine... Halte durch, Pitney. Fuck, ey. Was, wie viele Leute hier Hilfe brauchen? Was ist mit ihm? Gut. Drei von euch, bevor sie mich... Oha. Meine Hände, wenn ihr mich jetzt töten wollt, tut es.